Den Politiker Bijan Kaffenberger habe ich getroffen, als ich ein Dossier für die Zeit über ihn fotografiert hatte. Das war eine Woche, in der ich ihn da begleiten durfte, und so haben wir uns dann auch kennengelernt. Was meinen Beruf über doch jetzt schon einige Jahre, in dem ich im Job bin, spannend gehalten hat, ist die Möglichkeit des Scheiterns. Mich interessiert, wie ich es schaffe, gerade unter Zeitdruck, weil in der Magazinfotografie muss man sehr schnell sein, trotzdem ein spannendes und interessantes Bild hinzubekommen, wie ich mich ganz schnell auf Situationen einstellen und einlassen kann. Das ist doch jedes Mal eine Herausforderung, die mir immer total Spaß macht. Für mich ist die Fotografie auch eine Art Vehikel, mit der ich meine Reise durchs Leben antreten kann. Und ich mag die Begegnungen, die sich da ergeben. Oft denke ich ja, im Leben wäre ich hier nicht hingekommen oder im Leben hätte ich den oder diejenige nicht kennengelernt. Und man kann immer so ein bisschen Einblick bekommen in das Leben der Menschen. Es ist auch so, dass ich im Sommer das angrenzende Bankenviertel als mein Outdoor-Studio nutze. Da vergeht eigentlich keine Woche, in der ich nicht irgendein Shooting plane, eine freie Arbeit oder Porträts dort mache. Ein Studio, welches ich mit zwei Kolleginnen teile, befindet sich hier im Bahnhofsviertel. Ich mag die Gegend wahnsinnig gerne. Es ist hier bunt und laut und schrill, vielleicht manchmal auch ein bisschen melancholisch. So würde ich auch meine Arbeiten definieren. Ich heiße Katrin Binder und bin Fotografin mit Homebase in Frankfurt am Main.